wenn sie nur zum Schluss der FDP, die hoffentlich im September wieder in den Bundestag kommt, einen Ratschlag geben würden, wie müsste liberale Politik vor diesem Hintergrund aussehen? Was müsste liberale Politik machen? Also nach meiner Meinung müsste die FDP gar nicht in vielen, aber in einigen signifikanten Bereichen klar sagen, das ist unsere Position. Und wenn ihr die nicht mittragen wollt, ob man sie am Ende durchsetzt im Bundestag, ist ja immer eine ganz andere Frage, aber in der Koalition, wenn ihr das nicht mitmacht, dann lassen wir es halt. Nicht? Also nicht allamende, wir gehen in jedem Fall rein, auch wenn wir unsere Meinung ändern. Das halte ich für unabdingbar. Ich bin in der Europapolitik, die ja in den nächsten 4 Jahren eine erhebliche Rolle spielen wird, nach meiner Meinung, bin ich der Meinung, müsste man vereinbaren, dass es einige wenige Sektoren gibt, die wirklich europapolitisch entschieden werden müssen. Dazu gehört für mich die Sicherheitspolitik, dazu gehört für mich die Außenpolitik und dazu gehört für mich die Energiepolitik als Infrastrukturpolitik. Ich halte es für undenkbar, dass wir in Europa weiter in nationalen Energiepolitiken denken. Ich habe mal entscheidend an Energiepolitik mitgewirkt. Leitungsnetze von Schleswig-Holstein nach Bayern, das ist doch nicht das Thema. Die Frage, wo produziere ich was und wie wird es verteilt? In Europa. Es gibt also einige wenige Bereiche, wo ich dafür bin, sie wirklich zu europäisieren, auch machtpolitisch. Während ich auf der anderen Seite der Meinung, die Partei müsste sagen, es gibt unendlich viele Bereiche, wo es die Notwendigkeit nicht gibt und die national auch viel besser geregelt werden können. Ich brauche nicht die Krümmung der Gurken europapolitisch festzulegen. Es gibt unendlich viele Bereiche, die in Brüssel reglementiert werden und genauso gut im Wettbewerb zwischen den Ländern gemacht werden können. Wenn wir den Euro behalten wollen, gehört dazu eine zumindest koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik. Sonst ist der Euro nicht haltbar. Gut, man kann ja sagen, ich will ihn nicht, aber ich kann nicht sagen, ich will ihn und ich ziehe die Konsequenz nicht. Das ist im Augenblick aber die Situation. Ja? Und ich wünschte mir, oder ich hoffe, dass das diejenigen, die für die FDP im nächsten Bundestag sitzen oder im nächsten Kabinett, dass sie ein paar solche Dinge wirklich zu Papier bringen. Ich fürchte, wenn sie das nicht tun, dass es ihnen so geht wie jedem Koalitionspartner unter Frau Merkel. Nämlich er wird marginalisiert.